Willkommen zurück zu Overwatch am heutigen Fun-Sonntag. Wieder allein, aber diesmal mit Facecam. Ich habe mal gedacht, ich schalte es einfach an. Ich habe keine Ahnung, was ich spiele. Aber ich habe gedacht, ich spiele einfach mal wieder. Ich habe seit der letzten Aufnahme kein Overwatch gespielt. Deswegen habe ich so richtig Bock drauf. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, ich werde wieder Tank und Support spielen. Gefühlt. Passiert ja gern mal. Was aber nicht schlecht ist, weil tatsächlich in Overwatch habe ich Bock drauf. In anderen Spielen jetzt nicht so. Also in die könnte ich mir nicht vorstellen, Support zu spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist es cool. Ich kann auch in Guild Wars kann ich keinen Mönch richtig spielen. Da bin ich eher da bin ich ein offensiver Support. Also eigentlich Senyetta. Okay, ein Reaper steht. Eine Mei steht. Das sind Defender. Ach komm. Wir reinharten. Wir brauchen jetzt noch einen Support. Komm, Darius, spiel mal bitte einen Support. Und erstmal. Ah, da spielt Builder. Ja, wir haben immer noch keinen Support, aber ein Tank war auch nötig. Oh, ich habe das Gefühl, es ruckelt gerade. Es kann wegen der Aufnahme sein, wegen der Facecam. Es ist das erste Mal, dass ich mit Facecam aufnehme hier, ja. Aber gut, das stört jetzt erstmal nicht beim Spielen. Na, ein bisschen. So, dann laufen wir mal doch einfach ganz davor. Was sehen wir denn da? Ist das ein Affe? Hello. Tracer. Ich höre eine Tracer. Pharah. Roadhog. Ich muss mal weg. Das war dumm. Die Wand war dumm. Die habe ich so nicht realisiert. Und die jumpen mir halt voll hinterher. Naja. Gut, dann zurück zu dem Punkt und ernsthaft den Punkt verteidigen. Ist ja viel sinnvoller. Ich glaube, das ist. Ne, das ist nicht nur die Tracer, die da gerade ist. So, jetzt drauf. Hallo Roadhog. Und die Pharah. Ja, Haken bringt nichts gegen mich. Ich habe wenigstens meinem Team ein bisschen. Ah, die ist geflogen, kein Wunder. Ich habe aber wenigstens meinem Team Zeit schenken können, wieder auf den Punkt zu kommen. Vielleicht hat es gereicht. Nein, hat es nicht. Ich meine, ich wüsste gerne, was der Bastion macht. Der müsste ja eigentlich ganz gut sein gerade. Ich will schon so ein bisschen chargen, um schneller voranzukommen. So, jetzt. Habe ich da jetzt Punkte für gekriegt? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Was interessieren mich Punkte, wenn ich dafür. Wenn ich dafür helfe, das Ziel zu behalten? Komm her, der Tracer. Super, der klaut sich das Health Pack. Wer war das? Ah, ich sehe einen Roadhog. Seinen Granaten. Ja, nicht Roadhog, Junkrat. Was? Ah, der hat die Raketen gefeuert. In dem Moment, wo ich angefangen. Nee, hat er nicht mal. Aber es war klar, in dem Moment, wo ich anfange, mein Schild zu senken,
weil ich mal offensiv spielen will. In dem Moment gehe ich natürlich drauf. Contested. Jetzt Hainun. Und das ist nicht unserer. Ne, Hainun ist nicht unserer. Ich laufe jetzt an der Wand auch vorbei, um jetzt hier zu chargen. Jetzt kommt Reinhardt gegen Reinhardt. Ohne Tracer ist auch noch irgendwo dabei. Mein Schild ist weg und meine HP ist hier niedrig. Gegen das eine kann ich was machen, das andere muss ich abwarten. Ah, Countercharge. Ich habe gerade die Moment, das will ich sehen. Hier, ich habe die Animation gerade aktiviert, hat er mich. Ah, der McCree hat mich gestunt und dann hat mich der andere gekillt. Okay. Ich werde jetzt noch einmal reinlaufen mit der Ult. Und dann werde ich mit Diva ab dann verteidigen. Gerade irgendwas geblockt. Okay. Ah, cool. It's. So, der war nett. Mit der Ult gerade einfach mal den Reinhardt-Schild gebrochen. Und dann konnte mein Teamkollege den töten. Das Problem ist, die Gegner wissen, dass sie außen rum können. Das ist natürlich was, was manche Gegner nicht wissen. Das war auf Prediction einfach mal geschossen und fast sogar getroffen. Und da kommt der Reinhardt wieder. Wie ist der? Ah, ist der vorher gestorben? Okay, der ist vorher gestorben. Da kommt ein Bastion rein. Und da war ein Bastion. Da ist ein Tracer. Hat er sich selber gekillt? Ich weiß es nicht. Wo ist der Tracer hin? Okay. Wir brauchen dringend eigentlich einen Support, aber egal. Justice! Ah! Immer sehr schön. Komm, ich habe unendlich Munition. Und danke fürs Blocken. Oh. Widowmaker. Zu kurz. Ich war zu kurz mit meinem Charge. Ah, wir haben einen Supporter. Wir haben einen Zendietta. Das ist gut. Zendietta mag ich als Support. Ha, ich habe mit eliminiert. Und das ist einfach eine so beliebte Sniper-Stelle, dass man da einfach blind hinschießen kann. Und Gegner treffen. Ich darf gleich wieder einsteigen, das finde ich schön. Ah, die Wand war gut. Okay, was war das für eine Kombination? Also, ich wurde gecharged. Ah, und dann mit dem Hainun gekillt. Super. Wieder so ein scheiß Ult-Kill von einem McCree. Den mag die Ult-Kills von einem McCree mag ich mal gar nicht. So.
Winky Face. Ah, ich habe den Bumblebee. Ich erinnere mich. Ich habe ja einen schönen Skin. Ich sehe Raketen. Ich sehe einen Reinhardt, den ich mal ein bisschen nach hinten schieb. Weil das auch wenig... Okay. Hä? What? Also anscheinend wissen wenig Reinhards bzw. wenig Spieler allgemein, dass man mit D.Va mit dem Charge tatsächlich auch Gegner wegschieben kann. Und damit unterbricht man ja natürlich den Schild, den Reinhardt hat. Und kann damit auch einen Reinhardt ganz effektiv eigentlich auch ausschalten. Oder auch eine Widowmaker von ihrem Sniperpunkt vertreiben. Und dabei sterben, weil ein Soldier noch angreift. Oh. Das ist gerade die größere Gefahr. Oh, die Ult war gut. Jetzt bin ich... Ne, doch, ich bin tot. Ich wollte gerade einsteigen. Ja gut, die Widowmaker kann halt da hinten Leute ausschalten ohne Ende. Und mich halt auch einfach mit einem Bodyshot. Oh oh. Bastion bleibt halt einfach stehen, ne? Helden sterben nicht. Nein, nicht eine Mercy. Ich muss auf den Punkt, aber auf den Punkt kann ich nichts kann ich nichts ohne Tank machen. Ach, schade eigentlich. Das war's wahrscheinlich. Ne, noch contesten wir. Okay, wir haben das gewonnen. Und die Ult war eigentlich noch unnötig, aber ich wollte noch eine verwenden. Auch noch eine schöne Victory Pose. Der Bastion Skin ist irgendwie nicht schlecht. Und oh my gosh, als Reaper Play of the Game. War das unsere? Ja, das war unsere. Also, eine Pharah gekillt im normalen Kampf. Und den Reaper von hinten. Und jetzt noch ein Die Die Die. Nee. Zwei Kills, süß. Ja, komm. Der Reaper war nicht so verkehrt. Was haben wir denn an Medaillen? Silber, Silber. Reinhardt nix. Hier auch nix. Schade eigentlich. Aber schöne Erfahrung bekommen. First win of the day. First win seit einer langen Zeit. Und wir müssen erstmal suchen. Und wir haben direkt wieder was. Attack oder Defend auf der Karte? Attack. Attack, 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 Attack. Dann finde ich Pharah gerade gar nicht verkehrt. Weil eine gute Ult kann das Verteidigerteam komplett ausschalten und da muss man noch nicht mal fliegen, was viele Spieler da denken, dass es effektiv wäre. Man kann ja auch einfach durch den Tunnel schießen zum Beispiel. Also ich habe mal ein Pharah-Spiel gehabt, da habe ich total schlecht die Ult eigentlich gezielt. Habe sie einmal quer so über die Wand gezogen und habe nichts getroffen. Aber alle Gegner mussten zurückweichen, kurz, um nicht getroffen zu werden und das war dann genug, um zu töten. Ich habe leider kein besonderes Emote. So, schweben geht. Habe ich einen... Nein, ich habe kein Spray. So, ich will oben rum. Was haben wir denn eigentlich? Kein Support! Nice! Natürlich kein Support. You didn't know my mother very well then.
Dann halt so. Und alle nehmen den Seitenausgang. Gut. Erstmal doppelte Geschwindigkeit, was bei einem Soldier, der charged, sehr viel ist. So. Und Doppelheal. Und einfach mal reinlaufen. Irgendwie ist keiner am Punkt. Doch, ein Reinhardt. Ah, unser alter Reinhardt-Freund von der letzten Runde. Vielleicht Doppelheal wieder aktivieren. Ich aktiviere eigentlich immer den Doppelheal sofort auf Recharge. Weil das ist das, was ich am besten kann. Kräftig heilen. So. Jetzt gehen wir wieder mit Speedboost durch. Ne, gehen wir nicht. Wo war der Turm? Der ist schön, der Charge, aber nicht schön genug. Hier, Doppelheal. Ich werde gefreezed. Und den Schaden von Mr. Lucio darf man auch nicht ignorieren. Und das darf man nicht ignorieren. Und wir capturen schon kräftig. Ja, das war eine schnelle Runde, würde ich sagen. Overnooped. Gold Medal with one kill, wow. Nice, Mann, war das eine scheiß schnelle Runde. Das ist wahrscheinlich der einzige Kill, oder? Nee. Doch? Nee, da war auch ein Kill. Nee, das waren sogar mehrere, okay. Und da war mein Schild. Alles blau. Ich lob mich selbst. Das war alles mein Verdienst. Ich hab hier das Team durchgeheilt. Gold Objective Time, Gold Healing dann. Ja, das war eigentlich, also das war eigentlich klar. Healing dann Gold war klar. Der einzige, der besser hätte sein können, war der Soldier. Von dem habe ich keine Healing-Sachen gesehen. Na, wir müssen wieder auf Spieler warten. Und. Ja, Miss Widowmaker könnte man eigentlich auch mal spielen. Nee, das kann ich, die kann ich nicht gut. Nein. Ich brauche nicht mehr viel Erfahrung. Ich brauche noch 1000 ungefähr. Knapp mehr als 1000. Numbani. Numbani. Defend. Ich probiere mal den. Ich fange mal mit dem Move an. No Builder, no Support. Wenn ich jetzt wechseln würde, hieß es No Tank. Das hat alles nichts bringt. Also hier, die beiden oder die beiden müssten wechseln. Ah, Lucio. Okay, Lucio ist gut. Jetzt fehlt nur noch der Builder eigentlich. Aber auch das muss nicht immer sein. Anytime. Okay. Ist da eine besondere? Nee, leider nicht. In Yang. Wir warten hier mal kurz. Also, schön ist halt bei Diva, die bekommt ja, solange die gelben HP runtergehen, quasi halben Schaden. Aber es regeneriert halt nicht.
Und meine Crit-Stelle ist ein bisschen groß. Ich wollte gerade anders weglaufen noch. Aber selbst das ist Zeit, die ich dem Team erkaufe. Wobei der Bastion irgendwie blöd steht in dem Gebäude drin. Aber wenn er meint, dass es funktioniert... Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich finde den Ort ein bisschen ungeschickt. Da hat man kaum Schussfeld. Ein Bastion braucht doch ein freies Schussfeld im Normalfall. Oh. Zenyatta, du bist einer der schwächsten Champions im Spiel. Warum solltest du in Nahkampf mit mir gehen wollen? Warum werde ich von rechts getroffen? Weil Junkrats Granaten irgendwo hinfliegen. Nur nicht da, wo man erwartet. Contested? Oh, ein Winston-Ult. Der Leute tötet. Und wegschlägt. Und mich umbringt. Wo ist unser Loot? Warum ist niemand am Punkt? Die Widowmaker und ich, wir waren am Punkt. Ich kann natürlich tanken, wie ich will, wenn aber kein Schaden rüberkommt. So, jetzt müssen wir einen Payload verteidigen. Ich flieg so schnell ich kann. Erstmal hier den... Ich würde gerne den Zenyatta ausschalten, aber der hat Unverwundbarkeit aktiviert. Also ich bin bisher der Einzige im Team mit Objective Kills. Ich habe einen Objective Kill und ich habe Gold. Ich bin der Einzige mit einem Objective Kill. Das kann es eigentlich nicht sein. In einem Spiel, was Objective-based ist. Hauptsache man aktiviert einen Drachen. Achso, das war der Gegner. Ich muss mich auf ein Ziel konzentrieren. Nee. Der Held funktioniert hier nicht. Wie viel Ult habe ich? Ah. Gut. So viel zu der Frage. That was funny, schreibt einer in den Chat. Ich muss mal Ult werfen. Ah, perfektes Timing. Der sieht in der Killcam, wie ich ihn noch verhöhne mit dieser Pose. Aha, Winston-Schild obendrauf. Ich höre dich von rechts. Aber ich sehe keinen. Doch, da. So, ein bisschen versucht aufzuteilen, dieses Team, aber keine Chance. Okay, wir haben einen zweiten Tank. Was uns gerade fehlt, ist Damage. Der hatte gerade fast den Drachen durch den Spawnpunkt gejagt und mich auf dem Spawn gekillt. Oh, da war eine Soldier-Ult. Ich habe noch gehört. Ja, und dann war ich natürlich das einzige Ziel, was noch so blöd war, da rumzustehen. Der Bastion war nicht so das Problem. Und verloren. Oh, ich habe irgendwie den Zenyatta da hinten gekillt. Jetzt stelle ich mich mal auf den Punkt.
Okay, jetzt steht auch Bastion auf der Payload. Das ist auch immer ein ganz gutes Ding. So, das wäre der. Dann machen wir hier noch eine Heilungskugel hin. Das war unser Drache. Hallo Junkrat. Ah, fast tschüss Junkrat. Tschüss Junkrat, jetzt doch. Jetzt haben wir zwei Bastions auf dem Card stehen. Das ist natürlich eine Arschloch-Taktik. Aber hey, wenn es funktioniert, ich will mich nicht beschweren. Der war nice. So knapp an der Wand vorbei noch getroffen. Unser Lucio arbeitet auch. Okay. Da konnte ich nicht mehr aus dem Shit, shit, shit jetzt. Junkrat, verteidige das. Renn rein, renn rein, renn rein. Alles rennt, alles rennt. Okay, ich weiß nicht, ob die Raketen auch automatisch zielen. Aber irgendwie hat sich's gerade so angefühlt. Und da kommt ein Roadhog-Reifen. Junkrat-Reifen. Mann, ich verwechsel die Namen heute auch. Und gerade die beiden. Jetzt haben sie irgendwie mehrere Tanks. Discord-Sphäre, das tut weh. Ja, die haben gerade viele Tanks. Das war verfehlt. Habe ich noch die Sphäre drauf? Ich weiß es nicht. Oh, Gegner hinter uns. Ja. Sido, ich überlege gerade, ob ich den Namen schon mal in einem anderen Match hatte. Mission ain't over yet. Ja, recht hat er, der Soldier. Deswegen rennen wir auch gleich wieder rein. Springen auf den Punkt. Roter Drache. Ich hab nicht gesehen, wo der herkam. Das wird wahrscheinlich blöd sein. Ja, das war so ein dummer Kill eigentlich. Ich glaube, der Drache von unserem Verbündeten vorhin, der ja irgendwie, oder nee, der Drache am Card vorhin, der ja quasi das ganze Team gekillt hat, der wird wahrscheinlich Play of the Game. Ja, und alleine auf den Punkt rennen bringt natürlich nichts. Und das war's. Schade. Da hat's nicht mehr funktioniert. Achtung. Pfeil auf Card. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, vier. Ja, wie erwartet. Okay, das war mein letztes Game für heute. Ich finde Damage Block immer gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss. Epic.